20%. Do you want the massage or not? Of course. Let's get down to business. Definitiv ein Unterschied zur ersten Staffel ist, dass wir einfach mit der HVA, also mit dem Auslandsgeheimdienst der DDR, in die Welt rausgegangen sind. Also, weil uns war relativ schnell klar, da gibt es unglaublich spannende Geschichten, weil die HVA wirklich weltweit aufgestellt war. Und man stellt sich das gemeinhin so vor, dass DDR-Spionage immer nur in Westdeutschland stattgefunden hat. Aber wie man bei Deutschland 86 erleben darf, waren sie auch in absurde Geschäfte überall in der Welt involviert. Sag mir, wo ihr ihn versteckt haltet. Jonas Nye-Figur, er ist irgendwie das Zentrum der Serie und um ihm gibt es die Möglichkeit für diese großartige Schauspieler auch wilde Figuren zu spielen. Das Schöne an der Situation, in der wir jetzt sind in Deutschland, ist, dass wir alle Möglichkeiten haben. Also wir haben unsere bewährten Partner wie RTL und die öffentlich-rechtlichen Sender und es sind neue dazugekommen wie Amazon und Netflix. Das heißt, wir haben einfach eine viel breitere Auswahl an Abnehmern für unsere Geschichten und das ist natürlich eine tolle Situation für uns. Ja, ich glaube, es ist ein Wild Ride für die Zuschauer und ja, it's exciting to bring it to the public.